würde mal so anfangen. Mich kennen schon ein paar Leute und ich würde mich sehr freuen, Radim, wenn ihr bitte mal kurz aufsteht. Robert, bitte alle, dich heute mal kurz begrüßt, also für 5 Sekunden einmal aufstehen. Ich will euch etwas zeigen. Für 5 Sekunden halt dich begrüßt, das wäre cool. Weil die Menschen haben mir die letzten paar Wochen extrem weitergeholfen. Und das Lustige ist, von einigen kenne ich nicht einmal den Namen. Und ich bin daher gekommen und habe gedacht, am Anfang, die Welt ist so grausam, die Welt ist so schlecht, ich bin eigentlich eh schon recht gut informiert, ich bin eigentlich eh schon recht gut aufgewacht. Zweite, dritte Montagsdemo habe ich den Radio in meinem Alltag gesagt, könnt ihr eh wieder hinsetzen, ich wollte nur, das ist einfach so super, man kann sich da hinhauen, man wird gekuschelt, man wird geknuddelt, man umarmt sich, es ist so freudig einfach. Und die haben mir halt gezeigt, du kannst auch ein bisschen meditieren, habe ich dann gemacht und habe ich wieder gedacht, hey, bist wieder super aufgewacht, alles Rheinland. Aber gestern bin ich irgendwie noch einen Schritt gegangen, weil da habe ich was realisiert. Also zuerst einmal, ich habe eine Tischlerlehre gemacht, war auch eine Zeit lang länger arbeitslos, unter anderem auch wegen dem Bundesheer. Und ich war auch sehr froh, dass mir damals sehr viele Leute auch geholfen haben in dieser Zeit. Jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich habe eine kleine Wohnung. Ich habe sogar einen Job. Ja, und jetzt? Naja, jetzt will ich eigentlich ein paar Menschen kennenlernen und das machen, was mir Spaß macht. Ich will jetzt nicht auf ein fettes Auto oder so sparen, ich habe eine Jahreskarte, das funktioniert schon. Und wenn man irgendwer Angst machen will, wenn da so ein Inkassobrief daherkommt, im letzten Inkassobrief ist drinnen gestanden, ja, sie haben das zum Zahlen, denn sie müssen das zahlen, weil sonst werden wir ihnen alles beenden. Ich habe gedacht, das ist ein Zettel Papier. Ja, und weiter ist was draufgedruckt, die wollen mir halt Angst machen. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Angst, mir geht es auch gut. Ich kenne sogar einige Leute, die haben sich eben schon mit der GIS angelegt, die haben sich schon mit dem Kassobüro angelegt und die geben mir ein paar Tipps. Und so bin ich einfach draufgekommen. Ich habe schon alles eigentlich. Was mache ich jetzt da? Also die Politik interessiert mich mal generell nicht, die können mich ja mal. Also es, nein, also ich bin also ganz ehrlich, natürlich informiere ich mich noch. Natürlich schaue ich noch mein Gen Labs und das Ganze, aber nicht mehr so intensiv. Ich gebe meine Energie nicht mehr da drauf. Weil solange deine Energie auf Obama, Ukraine, auf den ganzen Terz in unserer Welt gibt, solange du dich damit voll befasst, bist du immer noch in der Matrix drin, denn du befasst dich ja mit dem Spindelegger. Ja, natürlich, außerhalb, weil ich check, was er ungefähr macht. Ich will sie herausfinden, aber ich bin immer noch in der Matrix drinnen. Ja, mach ich mal einen Schritt auf die Seite. Dann habe ich die Silhouette kennengelernt, auch auf der Montagsdemo. Sie hat ihn zur Creality geführt und da habe ich wirklich gesehen. Also es gibt hier eine Schattenregierung, sagen wir es Banker und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch unsere normalen Leute, sage ich jetzt mal, klingt ein bisschen schwul, aber Lichtregierung, denn sie verarbeiten nicht im Verborgenen, sie arbeiten komplett offen. So, ich arbeite da mit meinem Netzwerk, wir wollen so eine freie Energiemaschine herstellen, wir sind schon sehr weit. Die anderen auch, das habe ich wirklich erlebt. Und dann haben sie sich einfach über Creality zusammengesprochen, weil wir arbeiten so ziemlich an denselben. So haben sich die beiden Bastlergruppen einfach Tipps geben können und haben einfach ihre Heizung besser machen können, oder? Jetzt baue ich mal Teelichtofen, der ist ganz einfach. Einfach Dorbanschraufen, also ein großen Gewindeschrauben. Und ungefähr 3-4 Tontöpfe ineinander zusammen verbinden und unten auf den Torbahn die Flamme, also auf den Eis die Flamme lodern lassen. Am besten noch einen Topf nochmal drauf. Im Internet habe ich gesehen, dass die Dinger bis zu 200 Grad kriegen und das war nach 10 Minuten. Wow! Wow, 200 Grad in den verdammten Blumentopf und Teelichter. Also ich meine, Entschuldigung. Lass uns ein bisschen abschieben und wir haben die beste Heizung und das ist mit einem verdammten Teelicht und die Wiener Energie kann ich auch mal kreuzweise. Weil ich bin nicht der beste Bastler, Tesla-Maschine kriege ich nicht hin, da finde ich schon ein paar Leute da, aber so einen Blumentopf kriege ich hin. Und da will ich euch einfach nochmal sagen, selbst wenn ihr, das war ja bei mir genauso, wie ich arbeitslos war, ich habe mich so komisch gefühlt, ich habe nicht gewusst, was ich mache, ich muss zum AMS, ich muss irgendeinen Job finden, irgendwas, egal, und lässt mich als Häuserfrau annimmst. Na jetzt bin ich so, es wird sich ergeben. Also ich habe zwar jetzt schon einen Job, aber ich werde jetzt meinen neuen suchen, eventuell, wenn ich die Leute einfach dazu finde. Und genau das kann jeder machen, der schon arbeitslos ist. Der muss nicht jeden Tag zum AMS rennen, der muss nicht jeden mit irgendeiner E-Mail anschreiben. Der kann hier auf der Montagsdemo jemanden kennenlernen, mit dem er sich super versteht.
Da kommen sie drauf, heißt, wir sind komplett auf einer Wellenlänge, du kannst das und das, heißt, du kennst mit dem Computer so laut aus, was machst du eigentlich? Naja, derzeit bin ich auch gesagt, bitte was? Aber du kennst dich doch so super aus und ja, ich reise nach Jerusalem, es sind nicht genug Sessel da. Ist auch irgendwie logisch. Na, nein, ganz ehrlich, na, ich meine, Entschuldigung, Sie sollten mir doch bitte einsehen, dass wir eine Menschheit sind und wenn es jemandem schlechter geht, dass ich den einfach helfe. Und wenn es nur ein guter Freund ist und ich, und er sagt gerade, ja, hey, mir geht es gerade zu kacke wegen meiner Freundin und so weiter und so fort, auch gestartet, ich sage, komm her, das machen wir. Rauchen wir zusammen eine Zigarette. Und ich gebe dir was zum Essen. Ich gebe dir mein Gulasch, was ich letztens gekocht habe, beziehungsweise ich kann nicht kochen, weil die Freunde kommen zu mir und wir kochen da was, das ist auch echt lustig. Ja, ich will euch einfach nur sagen, ja, natürlich beschäftigt ihr euch mit dem, aber ihr bleibt immer noch in der Matrix drinnen. Geht mal außerhalb, schaut sich da um, es ist recht leibend da mit den ganzen Leuten, nur wir müssen sie einfach selber kennenlernen. Das ist ein bisschen ein Problem, nein, durch den Montagsthema eigentlich nicht. Und eines wollte ich auch noch sagen, dass ich den Faden verloren habe, weil ich rede hier ziemlich improvisiert, aber es freut mich einfach, dass schon mehrere Menschen da sind. Und wenn die auch einmal immer nur so für 5 Minuten herkommen und sagen, so einfach so einen Bericht machen, hey, ja, ich war letztens bei der Oma, die habe ich nie gekannt, aber wir haben da ein paar Kirschen gebraucht. Wir haben mir die Hälfte gegeben, die Hälfte habe ich mal genommen, das sind immer noch mehr als genug. Dann habe ich zu meiner Großmutter gebracht in Burgenland, die hat dann Marmelade draus gemacht und einen Kirschkuchen, den haben wir dann gemeinsam gegessen. Das nächste Mal bin ich wieder hingefahren zu der Frau, die den Kirschkuchen, die den Kirschenbaum hat, der habe ich ein Stück vom Kuchen mitgebracht. Und das ist 1000-mal besser, weil ich meine, ein Kirschkuchen. Wir haben 10 Omas und 10 verschiedene Kirschkuchen. Jeder schmeckt genial, aber jeder schmeckt anders. Was haben wir im Supermarkt? 1000 Kirschkuchen, 1 Million, die sind alle gleich, sie schmecken scheiße, trocken, will ich nimmer. Also ich bin wirklich schon an dem Punkt, wo ich sage, ich habe eigentlich eh alles, aber jetzt will ich den Kirschkuchen von meiner Oma. Ja, es ist so, weil was brauche ich mehr? Ich will kein großes Auto, ich will nicht in die Politik, ich will auch keine Millionen am Konto haben, ich will einfach nur leben. Ich will euch einfach kennenlernen. Ich will meditieren, das bringt mich persönlich weiter, weil ich da in meine dunkle Vergangenheit auch reinschaue, die wir alle haben. Wir alle haben was zu verarbeiten. Und du selber bist der beste Psychologe. Ich meine, ehrlich, was soll mir ein anderer über mich sagen? Nein, Entschuldigung, das funktioniert einfach nicht. Ich will aber, bitte, schaut auf euch selbst und wenn es euch schlecht geht, seid doch nicht so scheu, dass ihr Hilfe annimmt. Weil jeder hat jemanden, der ihnen helfen will. Und wenn nicht, dann kommt sie bitte daher und sagt sie, ich habe dieses und jenes Problem. Ich glaube, der ein oder andere hat so ein großes Herz hier, dass er denjenigen auch helfen will. Was rede ich? Das ist die letzte Montagsthema, ja auch passiert. Also bitte, es sind viele. Wir schaffen das. Also beschäftigt euch nicht so sehr mit dem Ganzen. Natürlich, also wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ja hey, es ist schon wieder eine Maschine abgestürzt, sage ich darauf original, ja, das stimmt nach CIA. Na, woher willst du das wissen? War 2 Monate später, ja, das bäckelt extrem nach CIA. Super, da habe ich es nicht gewusst. Genauso wie beim Boston-Marathon. Kennt doch irgendwer den Boston-Marathon? Ja, nein, den haben die meisten Leute eh schon vergessen. Den Typ haben sie im Boot gefunden, angeschossen, er hatte keine Waffe. Danach war er im Krankenhaus und normalerweise, also wenn jetzt jemand, sei es bei einem Banküberfall angeschossen wird und der erste Täter wird trotzdem ein bisschen regeneriert und dann erst einfach nochmal. Bei ihm war es so, dann haben sie es in den Mund geschossen, das Kiefer war weg. Und nicht einmal die Mutter durfte her, durfte den Telefonat führen, naja, wie eben auch ohne Mund. Aber sie haben ihm trotzdem eine Zeugenaufnahme gemacht, ohne Mund. Der war noch im Krankenhaus auf der Intensiv mit allen Schläuchen. Also da hat es auch schon einmal extrem gestunken. Und das merkt man einfach. Verstehst du, ich muss mich nicht mehr 100 Jahre mit einem Thema befassen und alles raussuchen, alles ist schön. Nein, ich habe eigentlich schon das Bauchgefühl, wie ihr alle. Entweder kann ich sagen, es stimmt nach CIA oder es stimmt nach dem. Ein paar Monate später schaue ich nach, wie sind die anderen Leute, die jetzt eben so sind wie ich vor 2 Monaten waren, die alles recherchieren. Ja, die sind da drauf gekommen, wundert's mich. Nein, was mache ich jetzt? Naja, ich gehe zu meinem Besten, wir chillen eine Runde, wir haben uns... Hey, wir sind einfach... Wir haben alles. Wir haben alles. Und bei den anderen Ländern ist es nicht so. Das müsst ihr auch mal denken. Also bitte. Wir haben es eigentlich schon geschafft und jetzt müssen wir nur diesen Frieden wirklich annehmen vor allem und noch in die Welt tragen, damit jeder das auch versteht. Weil es ist ja nicht schwer. Ich habe mich ja nicht. Es waren nur 2 Monate oder 3 Monate, wo ich mich so groß verändert habe. Da habe ich zuerst mal den gemacht, dann den und danach bin ich so gegangen.
Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Danke. Danke, Armin. Thomas war unser letzter Redner für heute. Beim Foodsharing gibt es noch genug Brot, da kann sich jeder was holen und auch mitnehmen. Danke fürs Foodsharing an die Waldkraut, an die Kerstin und an den Robert. Und Leute, immer positiv denken und weiter so machen. Danke, ciao. Ja, ach, hallo. Ich sammle Spenden für die Friedensparade im Mai 2015. Freie Spende. Das ist die Friedensparade. Danke.